Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Walheim. Schön, dass ihr wieder reinlohnt. Ich hole mir gerade eine Blasenentzündung und würde sagen, ich stehe jetzt mal auf, weil ich glaube, ich so gut wie es geht ja alles abgefarmt habe und jetzt geht es wieder daran, den Kram wieder mitzunehmen, ne? Wir gucken mal, wie viel wir noch drin. Ah ja. Und machen wir den alten Trick wieder einen weg. Und es reicht. Sehr schön. Ja, ich habe jetzt natürlich auch immer, ich habe die Eisenpfeile noch dabei. Aber mal nehmen das mal alles raus. Und wenn wir hier losrennen, nehme ich immer gerne meinen Buff, weil ich jetzt wieder rennen muss wie eine Wilde. Und es geht wieder los. Wir müssen in die Richtung, ne? Guck mal, wie sie da alle schon wieder stehen und lauern. Sind wir die alten Verdächtigen? Ist da noch eine Krypta? Nö, hier ist einmal. Ah, hier ist das so ein Platz, wo so ein Geist war, oder? Da hinten ist das Baumwesen. Um den würde ich mich natürlich auch gerne mal kümmern, Leute, ne? Aber nachdem ich den einmal so einen Pfeil reingeballert habe und der Lebensbalken irgendwie gar nicht abgenommen hat, muss ich sagen, habe ich nie das Gefühl, dass ich gegen den eine Chance habe. Ja, das ist wichtig, dass du jetzt noch ein bisschen Harz mit eingesteckt hast. So, ist es eigentlich Nacht, Leute? Oder ist es noch Tag? Sieht nach aus, es sind wir kurz vor der Nacht, oder? Ich habe halt überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr, seitdem ich mich da jetzt in dieser Krypta aufhalte. Und ich muss unbedingt mir noch ein bisschen was zu essen mitnehmen für Leben, ne? Super wichtig. Auch wenn Ausdauer auch gerade. Ah ja. Gut, du fängst an zu frieren, ist eigentlich der Hinweis für. Es ist Nacht, oder? Ja, klar. Okay, dann kommen wir eigentlich genau wieder pünktlich zum Respawn der sogenannten Berserker und Schamanen. Ich habe es noch nach Hause, ohne dass ich jetzt hier so eine ganze Gruppe wieder vor der Tür habe. Das wäre toll. Achso, jetzt muss ich mich aber auch einmal wieder aufwärmen, glaube ich, ne? Weil mir wieder nass ist. Und du solltest mal. Okay, die Fackelnummer haben wir ja festgestellt. Bringt gar nichts. Genau, der hat nämlich hier dagegen gedotzt, ne? Okay, wir sind schon wieder trocken, Leute. Okay. Habe heute gar nicht so viele Freezes, oder wie sonst? Was dann wirklich anscheinend an den Gebäuden und so liegt, ne? Wenn ich da in der Krypta bin, da ist es halt einfach näher. So, wartet mal. Jetzt haben wir halt das und das und das. Genau. Jetzt könnte ich halt natürlich nochmal losrennen. Ich würde erstmal kurz nach Hause gehen. Mal ganz kurz wieder ein bisschen nach dem Rechten schauen. So, guck mal hier nochmal rein, ob du jetzt hier auch noch was mitnehmen kannst. Yes. So. Und? Ich würde mich eigentlich auch super gerne mal um meine Möhren kümmern, Leute. Auch super wichtig, ne? Okay, was haben wir alles? Wir haben Pfeil gedönst, das heißt, du mal da rein.
Wir haben jetzt hier die neuen geilen Giftpfeile. Das ist auch Hammer. Die Eisenpfeile. Wir haben ein paar Bronzepfeile. Lege ich jetzt alle mal hier rein. Okay. Dann haben wir Spezial. Trophäe. Zack. Samen. Stein. Nee, das ist Kohle. Aber hier bei der Kohle ist doch das, genau. Okay, die Kiste ist auch wieder voll. Und du nochmal da rein. So, das haben wir alles repariert, sehr schön. Dann kannst du gerne einen da mal reinballern. Ist mein Getränk wieder ready? Sehr schön. Sehr, sehr cool. Ja, fantastisch, Leute. Guck mal, dann würde ich das jetzt mal... Nein, oh, ich will immer mit der rechten Maustaste, will ich den Stapel... teilen, Leute. Es tut mir so leid. Okay, ich hoffe, dass jetzt ganz viele Giftfeinde kommen. Das wäre ja toll. Bin ich doof, oder? Ah, Gott. Naja, gut. So, wie sieht denn das hier aus? Weil ich muss ja auch mal die Rüben zum Laufen bringen, Leute, ne? Das nützt ja alles nichts. Mal. Wozu brauchte ich die noch mal? Ah ja. Stimmt. Ich konnte irgendwas verbessern, ne? Ich glaube, den Kessel. Aber dafür brauche ich erstmal die fertigen Rüben. Und die habe ich ja nun noch nie. Ich habe jetzt erstmal nur die Samen, Leute. Und zwar du. So. Ah ja, stimmt. Das passt. So. Okay, und es beginnt, Leute. So, mehr ist es nicht. Dann, genau. Okay, da haben wir noch einiges. Hier kannst du auch ruhig mal hier in der Mitte wieder ein bisschen was reinballern. Sehr schön. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch diese Jungs. 1, 2, 3, 4. So, und dann nochmal 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, perfekt. Dann nochmal ein paar Möhren hier rein. Da, wo es noch geht. Gerne auch bei den Rüben da hinten. Völlig egal. So, Leute. Das fühlt sich verdammt gut an, dass wir das gemacht haben. Dann läuft das nämlich nebenbei schon mal wieder. So. Dich bringe ich gerne rein. Und zwar habe ich ja... Okay, irgendjemand dotzt gegen mein Tor. Den werde ich aber mal ganz stark überraschen jetzt hier, den Mann. Wer sind Sie bitte und was wollen Sie? Tschüss. Ah ja. Okay, das kann man halt wirklich auch mal machen, ne? Das nervt auch total, dass die sich da... Muss ich wirklich über mein eigenes Tor noch ein Dach bauen, damit das nicht immer kaputt geht durch den Regen? Das
total albern, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Okay, du musst unbedingt was zu essen und so noch mitnehmen. Alter, ich bin gerade am Reparieren. Keine Zeit für sie. Mal hier müssen wir unbedingt auch mal. Und da muss ich unten mal nach dem Boot gucken. Nicht, dass da in der Zeit jetzt vielleicht auch schon jemand dagegen gedotzt hat. Das ist nämlich das Wichtigste, was wir haben. Und ich kann gleich noch mal schauen. Ah, ja. Die Himbeeren sind auch wieder da. Ja, schön. Ich kann auch gleich noch mal schauen, ob... Also, wie viel Platz da in der Kave ist. Ich bilde mir ein, es waren 4 Plätze. Guten Abend. Schauen wir. Zuerst mal gucken. Boot. Okay, hat keinen Schaden genommen. Ist das so alles okay hier? Sehr schön. Okay, das läuft. So, guck mal hier rein. Storage. Genau. Also 4 Stück. Das heißt 4 mal 30. Und somit kann ich 120... 120 Eisen kann ich auf einer Farbe mitnehmen. Klingt für euch natürlich wahnsinnig viel. Aber der Profi in mir weiß schon, dass das nicht für alles reichen wird, mit allen Aufwertungen und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss also mehrfach fahren. Außer ich würde jetzt durch Zufall natürlich noch durch das Eisenschmelzen dann etwas bekommen, womit ich mir noch ein größeres Boot bauen könnte. Das wäre natürlich Hammer, ne? Was wollte ich, Leute? Das wieder wegbringen. Gemüse. Ja, ich müsste eigentlich auch mal nach Hause. Also nach Hause ist gut. Ich müsste eigentlich auch mal wieder... Ja, zum einen muss ich mir die Beachdecke immer aussetzen. Aber ich bin gerade so drin in diesen Eisenthema, Leute. So, was habe ich denn jetzt hier noch zu phrasen? Okay, Bärenmarmelade nehme ich mir mal komplett mit. Und für Fleisch würde ich mir mal den Fisch rausbraten. Weil ich brauche etwas, was mir Leben gibt, Leute. Und ich habe eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nur Ausdauer gelötet, ne? Ja. Oh, das habe ich noch gar nicht. Okay. Ja. Fleisch ist halt immer Ausdauer auch. Wie viel genau? 45. Ja. Wird schon passen, würde ich sagen. So, der Trank ist nicht fertig. Und den hatte ich erst reingeballert. Okay, cool. Gut, Leute. Tür zu. Wir haben alles soweit zu meiner Friedenheit erledigt. Und ich weiß natürlich ganz genau, wo ich hin muss. Und zwar hier. Ah, stopp. Stopp, 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 stopp. Einfach damit. Für das bessere Gefühl. Und für euch mache ich das jetzt auch. Und weil ich auch super gerne mal wissen möchte, ob... Ich weiß gar nicht, ich habe aber nie genug, ne? Mist, ich habe wirklich... Das wird wahrscheinlich nie reichen, ne? Scheiße. Nee, ich muss leider erstmal die ganzen Bernsteine rausholen, da, aus der Krypta. Okay, sorry, ihr wisst wahrscheinlich, was ich machen wollte. Ich wollte kurz zu Haldo rüber. Aber ich werfe die Bernsteine bestimmt näher. Wie viel brauchte ich für Münzen? 1600 oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. In der Krypta ist auf jeden Fall noch ganz viel von dem Gedöns.
Und wir haben ja die erste Krypta jetzt erstmal so gut wie es geht. Ausgebeutet. Beziehungsweise alles rausgehackt. Und deswegen werden wir jetzt erstmal wieder nur den ganzen Kram holen. Und den hier vorne absäfen. Okay. Okay, Leute, bisher läuft es eigentlich ganz gut, oder? Also, ich bin jetzt seit dem Thema, wo ich da überrascht wurde von den Gegnern aus der Ebene, bin ich jetzt nicht noch mal gestorben. Das freut mich natürlich. Ich muss aber unbedingt bei Nacht mich noch mal in diesen Sumpfwald reinstellen, ne? Wir machen auch irgendwann noch mal so eine richtige Farming-Nummer von den Gegnern. Ich weiß aber halt auch noch nicht so wirklich. Ich glaube, diese Blutsäcke, die brauchte ich für von den, wie nennen sie, Schlundegeln. Die Blutsäcke von denen brauchte ich, glaube ich, für den Antifrosttrank. Was ich dann wiederum für das Schneegebiet wohl brauchen werde. Oh, das wäre so cool, wenn das die ganze Zeit so hell bleiben würde, ne? Aber zum Beispiel diese. Oh Gott. Nein, das hasse ich ja, ne? Das hasse ich. Diese Gedärme von dem Mann, der mich gerade verfolgt, da weiß ich noch nichts mit anzufangen. Zum Beispiel. Das Wegrennen, muss ich sagen, klappt ehrlich gesagt noch richtig gut, Leute. Und es ist eigentlich auch scheißegal, ob ich die wegmache oder nee, weil die spawnen eh immer wieder. Wenn ihr versteht, also. Ist mir schon aufgefallen, dass das halt nie wirklich was bringt. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß auf jeden Fall ganz genau, dass hier die geile Kiste ist. Ja, das sollte ich halt jetzt mal mitnehmen. Wird schon Sinn machen, aber wenn wir das jetzt mal austesten. Okay, wollen wir das erstmal alles mitnehmen? Und dann noch mal den Erzschatz. Ich bin jetzt natürlich schon wieder überladen, ne? Okay, die Pilze sind erstmal absolut unwichtig. Das Leder, wenn wir ehrlich sind, auch. Dann nehmen wir lieber das mit. Ein Holz, völlig bescheuert, raus damit. Drei Grauzwergenauge, ciao. Ein Harz, aber sowas von tschüss. Und dann nehme ich lieber das hier mit. Und dann kann ich sogar noch die geilen Pilze mitnehmen. Und ich würde sagen. So renne ich jetzt wieder raus. In der Hoffnung, das reicht mir jetzt mal dieses. Ich würde halt gerne mal diese Lampe da kaufen. Und es geht wieder los. So, wir müssen in die Richtung. So ist er wieder. Moin. Also mir fällt das richtig gut. Dieser Tipp auch, dass ich die Waffen wegstecken kann und dadurch flinker bin noch. Finde ich richtig geil, Leute. Finde ich richtig gut, die Nummer. Das funktioniert so gut, ey. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, dass Walheim doch so einfach aussieht.
Okay, ich sollte wirklich nicht jinxen hier, ne? Also ich hatte wirklich gedacht, dass das Sumpfgebiet wieder mir richtig viel graue Haare bereiten wird. Aber bisher muss ich sagen, kriege ich das relativ gut hin irgendwie. Ich glaube, im Düsterwald war das Nervigste dann irgendwann, dass während des, weil die Erze da ja so offen in der Welt liegen. Und wenn du da dann so eine Trollparty bekommst oder so eine Grauzwergenparty, dann wirst du ja ständig abgelenkt. Da unten in der Krypta wiederum mache ich die Feinde platt. Das dauert natürlich seine Zeit und es ist auch knackig. Aber wenn die dann weg sind, sind die halt weg. Und dann kann ich da gemütlich und chillig, kann ich mir da die Erze holen, wenn ihr versteht. Und das ist natürlich ganz geil, ne? So, liebe Leute. Okay, da ist keiner mitgekommen. Perfekt. Doch, ich habe ihn gesehen. Tschüss, lieber Mann. So. Guck mal. Okay, das haben wir alles. Sehr schön. Okay, Leute, dann bringen wir das schnell rüber. Gehen schnell zum Haldor und verkaufen den ganzen Bernsteinkram. Dann gucke ich mal, ob ich mir so eine Stirnlampe kaufen kann. La 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 la. Okay, dieser Knochen, würde ich sagen, ist spezial, oder? Ganz sicher sogar. So, das verkaufen wir, das verkaufen wir. Das muss alles noch, das ist feil. Dann kannst du ja, wenn wir ehrlich sind, das auch schon mal mitnehmen. Da haben wir auch schon ein bisschen Kohle. Dann die Nahrungsmittel noch weg. Okay, geil. Ja, das machen wir noch zum Abschluss heute. Ja, und ich brauche unbedingt diesen Geist nochmal, ne, weil der mir diese komischen Ketten da gibt, die ich wohl brauche. Für irgendwas, glaube ich, mit der Schmiede war es, ne? Tag 146, Halleluja. Händler. Ich meine, der wird jetzt auch wieder ewig auf mich warten, ne? Ich habe gedacht, Mensch, endlich mal ein Kunde und dann kommt die nie, die Frau. War ja für den genauso toll, dass ich da kam, ne? Hallo? Na? Du pass mal auf. Ach so. Ach, jetzt hat er alles schon hier. Oh, das reicht doch nicht mehr, oder? Ach, das ist gar nicht so teuer. Ich habe irgendwie gedacht, das kostet 1000, Leute. Guck mal hier. Lichtquelle kaufen. Ach, das ist sogar ein Stirnband. Das heißt, ich kann die beide tragen. Donnerstein. Knistert und sprüht vor Energie. Okay, soll ich das mal kaufen? Vielleicht kriege ich da neue Rezepte. Kaufen. Okay. Alles klar, ich danke dir, Alter. Und?
Ja, ich kann das beides tragen. Aber? Nee, ich ziehe meinen Helm aus. Scheiße. Ah, okay. Naja, gut, aber das ist ja trotzdem wirklich echt albern auch. Okay, ja gut. Damit kann ich leben. Hauptsache, ich kann das Traggerät tragen. Das wäre mir eigentlich am wichtigsten, wenn ihr mich fragt. So, dann wir schnell rüber nach so einem tollen Einkaufsbummel. Okay, jetzt habe ich halt so einen Donnerstein. Kommt auf jeden Fall rein bei Spezial. Ist ja genial. Okay. So, Spezial. Was ist das? Fleisch. Na gut, Fleisch ist ja eigentlich klar, wo Fleisch hinkommt. Wobei das eigentlich eher. So aussieht, als bräuchte ich das für was anderes. Okay, ich hau es trotzdem hier rein. Tag. Okay, dann würde ich aber den Helm. Lasse ich dann hier oder wie mache ich das jetzt? Ich ziehe den so an und dann mache ich da immer den Switch in der Krypta, oder? So machen wir das, Leute. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, liebe Leute. Und wir holen die Erze ran, Leute. Und ich freue mich drauf. Und sage bis bald bei Walheim. Macht's gut. Tschüss.